Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Uncharted 4. Ja, da sind wir doch über einen Marktplatz stolziert, eher gesagt spaziert in der letzten Folge und sind nun in diesem einen Turm, wo ich mal von ausgehe, dass der Schatz nicht hier ist. Aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall, im anderen Turm ist ja unser Bruder unterwegs, alleine. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir werden es ja sehen. Erstmal schauen wir uns hier um. Wobei, wenn ich die Waage sehe, bin ich ganz ehrlich, fühle ich mich auf dem richtigen Weg, wenn ich so an die Geschehnisse in Schottland denke. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Ja, wir suchen auf jeden Fall etwas. Mal schauen. Können wir hier eigentlich das Tor aufmachen schon? Nein, können wir nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser gewesen wäre, aber what soll's. So, jetzt suchen wir erstmal hier. So, ja, mal eine Art Kerzenleuchter, nur am Boden. Was haben wir hier? Ein Schatz. Ein... Was ist denn das? Ah, nee, da wollte ich gar nicht hin. Ja, das haben wir ja alles gesehen. Ach, drauf geschießen jetzt. Ist eh zu spät. So, da ist Sully. Da geht's auf jeden Fall hoch. Und da sind wir hergekommen. So, dann gehen wir mal hier hinauf. Okay, ist das eine Mönch? Oder was soll das sein? Hm, naja. Ziemlich dunkel hier. Mal wieder. Eieiei. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Ja. Ja, das stimmt. Definitiv. Okay, darum, also wir haben im Norden, Westen, Süden, Osten, also die vier Himmelsrichtungen. Hier vorne wieder so ein Wagensymbol. Ich schaue mir das alles mal eben an. Da drüben auch noch ein Wagensymbol. Ich habe eine Vermutung, was... Ja, wobei... Puh. Schwierig. Nun gut, kümmern wir uns mal um die Mitte. Das ist so das Einzige, was ich gerade machen kann. Da vorne ist noch ein Kompass. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. Wollen wir wetten? Okay, oh. Tierkreiszeichen. Hey, da ist der Löwe. Der Stier. Vier Zeichen. Na, sexy. Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Mailbox. Hey, Sam. Wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Okay. Das Gespräch wollte ich noch eben abwarten und wir lesen gerade mal. Die Statuen erscheinen in folgender Reihenfolge. 1 Skorpion, 2 Wassermann, 3 Löwe, 4 Stier. Wir erinnern uns, vorher war es ein Kompass. Ich habe keine Ahnung, ob das damit was zu tun hat. Das müssen wir dann noch erfahren. Also wir haben da den Wassermann, da den Skorpion, da den Löwen und dort den Stier. So, das hier hat nicht so wirklich funktioniert. Gehen wir mal so hoch. Yep, und... komm, Drake. Hangel dich mal hoch. Ich habe keine Ahnung. Bin gleich zurück. Was das am Ende bringen soll oder wie wir das am Ende hinkriegen. Okay, das ist definitiv ein Problem. Gibt es hier einen anderen Weg? Ich kann mir nicht vorstellen... Ah, da unten sehe ich schon. Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Gib mir Mühe.
So, ab nach oben erst einmal. So. Ich weiß nicht, wo ich hier hinklettern werde am Ende. Okay, ich habe eine Vermutung, was ich machen muss. Oder? Nee, macht keinen Sinn. Oh, fuck. Ich probiere mal eben was aus. Ich habe keine Ahnung, da habe ich nicht drauf geachtet. Muss ich mal eben schauen. Kann ich... Ja, aber du, das funktioniert. Huhaha, das war aber arschknapp. Okay, Timing. Die halbe Miete. Vorsicht da unten. Bist du okay? Ja, schon los. Alles gut, so. So, bei den Zahnrädern. Pass auf deine Finger auf, Nate. Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? Wo muss ich denn jetzt hin? Ah. Hep. Alter, was? Lalalalalalalala. Und hep. Und in die andere Richtung. Ganz schön tricky. Aber wir sind oben. So, wir haben ja eine Kurbel. Da oben. Das ist die Löwenglocke. Oder wie habe ich das zu verstehen? Da drüben sehe ich eine andere Glocke. Boah, Alter, was zum... Soll ich die in der Reihenfolge auch läuten lassen, wie es hier drin stand, oder was? Da müsste ich ja mit dem Skorpion anfangen, aber den müsste ich erstmal finden. Da oben ist der Skorpion. Boah, soll ich... Okay, ich gehe erstmal Richtung Skorpion. Ich habe keine Ahnung, ob es die richtige Reihenfolge ist dann. Das müssen wir einfach mal testen. Ach, komm schon, Drake, jetzt mach ich ja nicht so einen Spirenzkiss. Uppa, ab nach oben. So, hier ist der Skorpion. Skorpion? Avery war bestimmt Skorpion. Ah, okay, das war echt laut. Hey Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Okay, ich bleib mal bei der Reihenfolge. Nehmen wir jetzt den Wassermann. Der ist dort unten. Meine ich, hätte ich gesehen. Ich hoffe es einfach mal, dass das so alles funktioniert. Uah. Ein tiefer Fall. Wassermann. Ich weg nette Menschen. Ja, findest du? Ah, ich weiß ja nicht. So, und gleich macht's wieder Bong. So, hätten wir jetzt der Löwe. Da sind wir, glaube ich, hergekommen, oder? Sprich, wir müssen wieder rüber. Auf der andere Seite. Alles klar. Keine gute Idee. Jetzt. Nein, 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 nein. Fuck. Ach, jetzt komm schon. Oh. So. Können wir hier nämlich den Löwendingel dongeln? Hatte mal was mit einer lieber Löwe. Durch die Ohrstöpsel. Löwe ist offen. Okay, nur noch eine. So, und wo ist der letzte? Wir haben jetzt Löwe. Wir haben Wassermann. Wo ist die letzte Glocke? Da oben. Okay. Gehen wir mal in die Richtung. Kommen wir denn da hin?
So, sind wir wieder beim Skorpion. Uah. Da muss es auch irgendeinen Trick geben. Hupala. Dum-dum-dum-dum. Da ist eine Art Leiter. Okay, gehen wir erstmal rüber, würde ich sagen, nochmal. Hallo, rüber. Drake? Rüber? Irgendwie auf die andere Seite. Ah, das sieht gut aus. Hep! Einmal. Echt? Geht doch nur hin und her. Ah, okay. Und? Okay. Jawohl, ja. Alles klar. Hey, Sully, was von Sam gehört? Oh, nee. Naja, dem geht's bestimmt gut. Na, hoffen wir mal. Stier. Die schlimmsten. Echt? Okay. So, das letzte Schloss ist offen. Hey, das war's. Der Stier ist offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich geh da hoch. Los geht's. Okay. Okay, jetzt wird's interessant. Das wäre erledigt. Mehr Infos gibt es vorerst nicht. Ich bin ja mal gespannt, was dort oben ist. Und auf die andere Seite. So, dann können wir nämlich hier weiter. Ein Hebel. Schnell weiter. Ja, ganz schnell. Okay, das war jetzt einfach mal so geraten. Wow. Tolles Panorama. Okay, wir haben also circa 3 Minuten vor 10 Uhr. Geile Aussicht, muss man schon sagen. Okay, dann wollen wir mal weiter nach oben. Na, ganz toll. Das bringt uns voll weiter. Gehen wir nochmal runter auf die andere Seite nach Möglichkeit. Was auch nicht geht. Sag mal, ein bisschen blöde. Da irgendwo weitergehen. Oder muss ich die... Hä? Muss ich runter? Nee. Toll, jetzt bin ich hier draußen, aber... Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Hier geht's noch weiter runter. Bringt uns das in irgendeiner Weise weiter? Nicht so wirklich, oder? Ich verstehe das gerade nicht. Ich sag mal, die Uhr verstellen kann ich jetzt auch nicht groß, oder? Ich gehe noch mal rein. Guck mir das drinnen noch mal an. Vielleicht kann ich die Uhr verstellen. Na bitte. Ich dreh die Taste. Okay, den Zeiger muss ich auf die andere Seite kriegen. So. Interessant. Okay, okay. Coole Sache. Jetzt funktioniert das. Na,
Oh, 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 oh. Ups. Wirklich, das war jetzt keine Absicht. Ich hoffe mal. Hep. So. Wow, 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 wow. So. Jetzt sind wir gleich oben, so wie es scheint. So, da werden wir. Da ist die große Glocke. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Ich hoffe, Sally geht's gut da unten. Kommen wir da auf anderen Wege rein, oder? Die Lums. Ich guck mir das Ganze mal hier von außen an. Ah, hier geht's rein. Ich gehe natürlich einmal außen rum. So. Okay, Sally, geschafft. Ja, Sally hört man kaum noch, aber okay. Tja, dann lassen wir mal die dicke Glocke läuten, würde ich sagen. Das wird richtig laut. Ich glaube auch, mein Freund. Vorsicht, Sally! Sally, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Sie wohl selbst, Leute. Ja, ich glaube auch. Also, ab geht's. Okay, los geht's. Oh, 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 oh. Geläutet ist sie, aber... Oi, oi, oi. Oh, oh, nicht gut. What the fuck? Wow. Alter! What the... Ich muss hoch. Nein! Scheiße! Boah! Na, das geht ja gut ab. Ich muss hoch. Ja, wie denn? Alter! Wow! Heilige Scheiße! Den ganzen Turm auseinander gepflückt. Sally? Verdammt nochmal. Hey, Sally. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Ciao. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Da bin ich echt gespannt drauf. Alter! Ja, mal eben kurz die ganze Scheiße hier auseinandergenommen. Stabil haben die nicht wirklich gebaut. Meine Fresse. Na gut. Da mal durch hier. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Vielleicht brauchen wir sie ja nochmal. Mit etwas Glück. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich. Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Gut, das heißt, Sam geht es noch gut. Und das ist das Wichtigste. Und bevor wir in die Tiefen dieses Turmes hinabsteigen, nachdem wir hier den Turm komplett auseinandergepflückt haben, mache ich ein Folgenpäuschen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Uncharted 4. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.